Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Diazepam? Wenn man es beschreiben würde, vom medizinischen Standpunkt her, dann würde ich sagen, es nimmt die Hemmschwelle weg, es nimmt die Angst weg, falls man Ängste hat, ängstlich ist, ist man mutig plötzlich, man ist nicht mehr nervös, wenn man es ganz kurzfristig bloß einnimmt. Wenn man es in höheren Dosen einnimmt, wird man müde. Und es hält länger an, wenn man Flunitrazepam nimmt, das ist halt die böse Schwester von Diazepam, wenn man es im Drogenbereich sieht, ist das eigentlich ein Schlafmittel, ja, wo am nächsten Tag nochmal dieser Diazepam-Effekt ist. Früher hat man das gerne Frauen verschrieben, ich weiß nicht wieso, also in den 70er Jahren habe ich das schon mitbekommen, dass Valium sowas wie ein Happy Pill ist für viele. Und in den 80ern ist dann langsam heftiger geworden und Ende der 80er war es natürlich dann auch auf dem Schwarzmarkt ziemlich krass. Jetzt erzähle ich einfach mal, wie das bei mir war. Vielleicht kann man da dann ein bisschen einordnen, wieso ich da so reingerutscht bin. Ich bin dann voll darauf reingefallen, dass das die Hemmschwelle wegmacht. Ich habe damals in der pharmazeutischen Großhandlung gearbeitet. Ich kannte vom Schwarzmarkt schon, dass es das gibt. Ich habe dann mal so eine Pille gesehen, aber ich habe sie selber nie genommen. Und dann gab es immer nichts zu kiffen. Und ich arbeite halt da bei denen in der Tablettenverteilabteilung, sage ich jetzt mal, also im Lager, beim Wareneingang nachts mit noch ein paar anderen Studenten und einem Leihschichtleiter. Und wir haben halt da die Sachen in die Regale gepackt, was am nächsten Tag die Hausfrauen wieder rausgeräumt haben beim Kommissionieren. Kommissionieren ist, ich brauche nicht erklären, oder? Ihr wisst selber, was das ist. Wenn man in einem Betrieb arbeitet, müssen ja Waren hergerichtet werden, die dann versandt werden bei einem Betrieb, der was versendet oder eben vom Lager in ein Geschäft bringt. Ja, da kommen die Bestellungen rein und dann suchen die das aus den Regalen raus und das wird dann wieder verschickt. Und wir haben es halt den Wareneingang gemacht. Ja, und ich habe nichts zum Kiffen, ja, und ich weiß genau, nach der Nachtschicht, ja, ich komme nach Hause und werde nicht schlafen können und dann ist der Tag und da ist hell und dann ist Lärm und da kann ich noch weniger schlafen. Und dann sehe ich die Valium da liegen. Ja, dann habe ich sie halt mitgenommen, habe mir erstmal eine rausgedrückt auf dem Klo, schnell eine genommen. Ja, und dann merke ich so, hey, das wirkt ja fast genauso, wie wenn ich einen kleinen Joint-Stick-Rauch. Also ganz sanften Cannabis-Rausch. Hey, das ist ja gar nicht schlecht. Du nimmst eine Pille, hast den ganzen Tag so das Feeling, gehst auf Wolken, alles weich und schön. Fand ich, das ist lässig. Ja, das Lässige ist leider nach einem Tag schon vorbei. Am zweiten Tag wirkt es schon immer ganz so schön und man muss die Dosen steigern und man nimmt ganz schnell bei 10 Stück. Und das ist eine 10-fache Dosierung, eine normale, um überhaupt nur irgendwie Spaß zu haben. Und man ist sehr aggro drauf, also man wird dann auch sehr aggressiv dadurch. Also man hat auch die Hemmschwelle so komplett weg, man klaut wie ein Rabe und man vergisst auch alles andauernd. Man ist total vergesslich. Einfach nur aufgrund dessen, weil man diese Diazepam-Wirkung hat. Und jetzt kommt das Miese, wenn du merkst, dass es scheiße ist, also wenn es dann nimmer gefällt, wenn du es eigentlich aufhören würdest. Mit jedem anderen kannst du halt einfach aufhören, gell? Aber mit dem nicht. Du hast einen Entzug. Du hast einen Entzug, der echt alles sprengt. Da hast du Halluzinationen und Angstzustände. Extreme. Ich habe schon mal ein Video gemacht darüber, was ich für Angst durchgestanden habe. Und man sieht ja auch bei Trainspotting, dem Film, habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wie ein Baby an der Decke entlang krabbelt, während der Typ auf dem Zug ist. Und sowas hat man nicht auf Heroin oder auf Opiate. Aber sowas kann sein, dass du hast, wenn du Diazepam oder Flunis oder sowas nimmst, Flunitrazepam, ne? Rohypnol oder Valium, das sind Markennamen. Die Wirkstoffe, die sind aber identisch, egal wie der Markenname ist. Flunitrazepam und Diazepam. Und die körperliche Abhängigkeit davon ist das Hintervorzige.
Die Wirkung, die ist so ein bisschen subtil und die ist ja angenehm, ein schönes Gefühl am Anfang. Das geht aber gleich weg und dann ist es halt nur noch dazu da, eigentlich, um den Alltag zu bewältigen für Leute, die das brauchen, weil sie krank sind, aber nicht für gesunde Menschen. Gesunde Menschen, die entwickeln auch eine Toleranz, aber die übersehen das halt, wenn sie Pech haben, dass sie diese Toleranzentwicklung haben und fallen in den Entzug rein, aus dem sie selber nicht mehr so schnell rauskommen. Erstmal kriegen sie ja Angst. Wenn sie nicht wissen, warum sie diese Angst haben, gehen sie nicht mehr raus. Aber wenn man das noch ein bisschen weiterzieht, dann kommen Schüttelkrämpfe dazu und Schmerzen und wenn es scheiße läuft, epileptische Anfälle und Krämpfe in den Beinen und überhaupt. Aber die epileptischen Anfälle, die sind halt nicht zu verachten. Jemand, der mit mir dort gearbeitet hat in dieser pharmazeutischen Großhandlung, der ist Jahre später, als wir dann, naja, ich war schon drauf, habe schon Therapie, ja, eine Therapie gemacht gehabt, war draußen und bin gerade am Rückfall, gerade am Weg auf dem Rückfall wieder. Und dann treffe ich den und er halt, ist immer so komisch, wenn man irgendwo uns hat ein Bier trunken oder so, in Herrsching saß man in der Kneipe und trinken ein Bier, nicht Kneipe, was ist das, ein Bistro. Und er ist halt immer total frech zu der Bedienung und überhaupt zu den Leuten um uns herum. Und ich denke, was hat der denn? Wieso ist denn der so frech, immer so grenzwertig, also ganz knapp vor der Watschen manchmal. Und dann ist mir später bewusst geworden, ja klar, der war auf Diazepam. Und zwar ist mir das da bewusst worden, als mir der Robert erzählt hat, dass er, also seinen Spitznamen kann ich ja sagen, Holly hieß er, als der einen Krampfanfall hatte und sich dabei die Zunge abgebissen hat und verblutet ist, weil niemand da war und er war alleine. Keiner hat gewusst, dass der Mann sich so krass dieses Zeug reinhaut. Dass wir das dann später erfahren haben, hey, ja, eins und eins zusammengezählt, der ist ja aus dieser pharmazeutischen Großhandlung rausgeflogen. Wir haben gemeint, der hat kündigt, aber wer kündigt und lässt sein Spind zu? Den haben wir dann später aufgebrochen, so Robert und ich, und als wir so auf Haschentzug waren und da haben wir da drin einen Piece gefunden, wir haben es geahnt, dass der da was versteckt hat und da war tatsächlich ein Riegel Hasch drin. Unglaublich. Wir waren so glücklich, weil das hat uns über eine Öse, also mal kurzzeitige Unterbrechung gebracht. Und dann bin ich ja selber nach Holland gefahren, weil ich das leid war, dass immer wieder mal nichts da war. Dass wir in der Hand waren von irgendeinem, der alle versorgt. Also dachte ich, man müssen es mehr sein. Dann kann man auch die Preise ein bisschen drücken, weil es so unglaublich teuer war. Ja, und dann habe ich alles schon erzählt. Empfehlen kann ich das nicht. Diazepam empfehle ich niemanden einfach so zu nehmen. Wenn man das kriegt, dann nur, weil es einem der Arzt verschreibt, weil der will, dass man das nehmen soll. Weil der sagt, hey, das hilft dir bei dir und der Erkrankung. Aber auf gar keinen Fall, weil man Angst hat vor irgendeinem Schulschläger oder vor irgend so einem Rowdy in der Umgebung oder weiß ich nicht, vor was man sonst noch Angst haben kann. Eine Frau ansprechen. Oder einen Typen ansprechen, als Frau oder als Typ, weiß ich nicht, sich bei den Eltern outen. Das könnte man vorstellen, das wäre etwas, wo ein Arzt dann immer auch was verschreibt. Oder ich habe auch schon gehört, Leute haben was verschrieben bekommen für einen Führerschein, damit sie eine Führerscheinprüfung machen können. Und das finde ich halt schon wieder assi. Ja? Das ist etwas, wo man übers Ziel hinaus schießt. Dass man eine andere ähnliche Substanz, was die damals Lexotanil hatte gekriegt, das sind ein bisschen stärker als die Diazepam und da hat sie ja gleich 50 Stück Dose gekriegt, für einen einzigen Führerschein machen, ist aber lächerlich, der hätte eine einzige gereicht. Und das ist schon Ziel, wenn man unter dem Zustand sollte man nicht Auto fahren, gell? Ich soll das so. Aber das hat dem Arzt anscheinend nicht gestört und hat es halt verschrieben und der hat den Führerschein auch bestanden, ohne irgendeinen Scheiß zu bauen. Später war es halt dann auch drauf, wahrscheinlich weil er das Gefühl gefallen hat. Das ist halt das Problem. Man kriegt diese Sachen verschrieben, aber ein Arzt ist ja angehalten aufzupassen und der muss einem irgendwann einmal den Hahn abdrehen. Und wenn er den zu spät abdreht, dann ist man entzückig. Und wenn man entzückig ist und das bewusst merkt, ui, ich habe einen Entzug, wenn es bewusst wird, dann zieht man los, um sich auf dem Schwarzmarkt sowas zu besorgen und sich zu versorgen.
Man kriegt da auch das ganze Zeug, ist halt wesentlich teurer. Als Beispiel kann ich von meiner Schwarzmarktzeit erzählen. Ich habe damals für eine Packung Diazepam 50 Stück mit A 10 Milligramm, also die stärksten, die es gibt, 50 Stück davon, für 2 Mark 50, das sind 1,25 Euro, die Packung gekriegt. Irgendwann haben sie dann einmal da Regelungen gefunden, es wurde dann teurer und das mit den Rezepten hat sich sowieso alles verändert, rauf und runter die ganze Zeit. Aber auf dem Schwarzmarkt habe ich damals die Pille verkauft für 5 Mark. Oder waren das Schlunis? Das war Schlunitrazepam, Entschuldigung. Die haben 5 Mark pro Stück gekostet. Das waren 2 Milligramm und dann haben die halt gekostet ein Fünfer. Aber wenn du dir die ganze Packung verschrieben hast lassen, es waren aber nur 10 Stück drin, ne? Die gab es nicht mit mir, weil Selbstmord gefahren so, weil es Leute gibt, die sich damit umbringen wollen. Und dann war es halt vom Preis her sehr günstig, 2,50 Mark statt ein Fünfer für eine. Und dann habe ich 10 gehabt, die habe ich dann verkaufen können, wie die anderen auch. Und dann logisch, ist schon klar, warum das diesen Schwarzmarkt gibt, gell? Weil es halt Junkies gibt, die von einem Arzt was verschrieben kriegen, die das Zeug einlösen, die gehen dann hin und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt. Früher haben wir halt auch gerne mal ein Rezept noch gefälscht. Da hat noch nicht jeder einen Drucker gehabt. Da gab es halt Ärzte, die haben jedes Rezept per Hand geschrieben. Aber mit einer Handschrift, einer Sauklaue, das musst du erst einmal drauf haben, so eine Ärzteschrift. Aber die haben das drauf gehabt, sodass die in der Apotheke das dann halt trotzdem eingelöst haben. Vor allem Privatrezepte, wenn es bloß ein paar Euro zahlt heute. Ich weiß nicht, was so eine Packung kostet, vielleicht ein Zehner in der Apotheke, könnte man vorstellen. Und auf dem Schwarzmarkt zahlt man mit Sicherheit einen Zehner für einen Streifen. Ja, das ist so realistisch bei Diazepam. Wie gesagt, München war früher das im Kieselabstraße und im Englischen Garten. Und zwar, wenn man beim Monopteros vorbeigeht, wenn man von der Uni kommt, Monopteros vorbei, durch den Park durch, in dem Biergarten durch, also die offene Drogenszene für Alkoholiker, da gehst du durch, über die Straße, wo der Bus fährt rüber, und da ist eine Wiese gewesen mit Bänken und einer Weg. Und da waren es gesessen. Später hat sich das verteilt auf dem halben Garten und das hat sich dann auch irgendwie eingedämmt und verteilt wieder auf dem Ostbahnhof und woanders hin. Ich weiß nicht, wo die heute sind. Irgendwo werden schon sein, weil das halt auch Substanzen sind, die abhängig machen, süchtig machen und abhängig machen. Und nicht jeder Arzt verschreibt das, wenn einer kommt und sagt, hier, ich bräuchte das gern wegen dem und dem. Aber andere wiederum verschreiben es anscheinend. Weil sonst wird es ja nicht auf dem Schwarzmarkt landen, gell? Selbe ist mit Methadon. Selbstverständlich gibt es Leute, die das irgendwie sich vom Mund absparen, um dann ein bisschen was zu verkaufen, weil sie Geld brauchen. Bin immer ganz sicher. Ich meine, ich brauche es nicht, deswegen muss ich halt nicht suchen. Aber wenn ich suchen würde, würde ich mit Sicherheit einen finden. Und ich denke mal, das ist für Erwachsene gar kein Problem. Und bei Jugendlichen wäre es in meinen Augen schon ein Problem, weil das sind Substanzen, die halt das Leben, und man hat ein langes Leben vor sich, das ganze Leben zerstören können. Und zwar jetzt nicht, weil da irgendwo ein Polizist um die Ecke wartet und einen festnimmt und der Richter einen verknackt. Das ist Pillepalle-Zeug, was alles im Lebenslauf zwar drin ist, aber das verschwindet. Ne? Das vergisst man. Es sei denn, das sind Hardcore-Erlebnisse, also ein paar Dinger, die weiß ich auch noch. Aber das ist ganz egal, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass du dir für diesen einen schönen Augenblick, der vielleicht, wenn du Glück hast, 12 Stunden andauert, je nach Substanz, zwischen 15 Minuten und 12 Stunden. Kann aber das sein, dass du dann immer ganz sauber rauskommst aus dieser Nummer und das immer wieder machst. Und dann ist eine Karriere erst einmal vorprogrammiert. So eine Drogenkarriere ist nicht schön. Vor allem nicht, wenn es illegale Substanzen sind. Bei den legalen Sachen wie Alkohol, ach, da komme ich später dazu, wenn ich ein Video über Alkohol mache. Bis dahin.